Wie angekündigt, gestern gab es den ersten Hitzetag des Jahres, gerade im Südwesten. Häufig Werte von um die 30 Grad oder auch knapp darüber. Aber das sonnige Sommerwetter hat auch seine Schattenseiten. Die Trockenheit verschärft sich weiter und besonders in den östlichen Landesteilen haben wir regional jetzt schon die höchste Waldbrandgefahrenstufe. Und jetzt kommt eine nächste Gefahr dazu, nämlich kräftige Gewitter. Auch in der Nacht kann es hier im äußersten Süden kräftig schütten. Auch an den Küsten kommen Schauer dazu, da bleibt es auch am Freitag leicht wechselhaft, aber Fokus besonders hier auf den äußersten Süden zwischen Schwarzwald und Alpenvorland. Regional unwetterartige Gewitter, besonders hinsichtlich des Starkregens. Im Norden die einzelnen Schauer bei flottem Westwind. Dazwischen ein breiter, trockener und sehr freundlicher Streifen. Die Temperaturen aber etwas gedämpfter. Den Sommertag, den schaffen wir nur im Süden noch regional. Das wird sich am Wochenende aber schon wieder ändern. Die Temperaturen steigen an. Am Sonntag wohl der nächste Hitzetag bei Sonne satt. In den kommenden Stunden geht es jetzt los. Es wird gefährlich mit dem ersten Orkantief, was sich Deutschland nähert. Die Sturmgefahr ist besonders in der Mitte und im Norden erhöht. In den lila Bereichen sind sogar Orkanböen bis ins Flachland möglich. Locker 120 bis 140 Kilometer pro Stunde. Gleichzeitig überquert uns eine Regenfront. Da kann auch Blitz und Donner mit dabei sein. Also die Nacht, die wird ziemlich ruppig, ungemütlich, wolkenreich und auch nass. Am Donnerstag verlagert sich das Sturmfeld weiter in den Osten, von Westen bei Regenschauern lockert es dann auch zunehmend auf. Die Orkangefahr, die bleibt aber bestehen, dann besonders in den östlichen Landesteilen und auch hier im Alpenvorland. Im Westen und Südwesten ist es zumindest ein bisschen ruhiger, auch wenn es stürmisch bleibt. Insgesamt zu beachten, bitte lose Gegenstände sichern, Parks und Wälder meiden, ebenso Abstand zu Baugerüsten halten. Möglichst, wenn es geht, zu Hause bleiben, die Warnungen im Blick behalten und besonders auch die deutschen Küsten meiden. Es droht nämlich besonders an der Nordsee eine schwere Sturmflut. In der neuen Woche ist so langsam Schluss mit dem sonnigen Frühlingswetter. Es wird kühler und auch nasser. Das zeigt uns prima auch der 7-Tage-Trend von München. Zum Wochenstart noch frühlingshaft mit 21 Grad. Dann wird es jeden Tag kühler und besonders im April dann deutlich wechselhafter und nasser. Tagsüber dann häufig nur noch einstellige Höchstwerte. Die gibt es am Montag nur unmittelbar an der Nordsee. Hier sind dichte Wolken mit etwas Regen zu finden. Sonst zumindest etwas Sonnenschein. Über den Mittelgebirgen nachmittags auch einzelne Schauer. Dennoch schaffen wir dann 18 oder in der Spitze auch 19 Grad. Im Süden wird es noch mal frühlingshaft und sehr warm, am Oberrhein sogar lokal bis zu 23 Grad. Und abgesehen von den einzelnen Schauern über den Bergen. Wandern im Tiroler Paznaun ist immer ein Genuss. Eine Extraportion gibt es im Sommer beim kulinarischen Jakobsweg. Gemeinsam mit Haubenkoch Benjamin, außer vielleicht das Wetter. Ich hatte bei meinem Wandertag heute Glück. In der Nacht sind in Deutschland aber weitere kräftige Gewitter, teilweise auch Unwetter unterwegs. Besonders im Süden, aber auch im Norden von Deutschland. Hier verläuft die Nacht bei Tiefstwerten von rund 20 Grad, zudem tropisch. Am Sonntag haben wir gerade in der Mitte von Deutschland ein trockenes und auch freundliches Fleckchen. Drumherum bilden sich wieder kräftige Schauer und auch wieder unwetterartige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und auch Hagel. 23 Grad gibt es an den Alpen, heiße 31 Grad rund um Berlin. Die neue Woche startet erst einmal ähnlich. Die Gewitter lassen in der Intensität ein bisschen nach und die Temperaturen gehen zurück.